Wir kommen zu unserem landespolitischen Gespräch. Heute wird es international und doch so erdig. Zu Gast ist Monika Hohlmeier. Ich grüße Sie. Grüße Gott. Erdig wegen Ihrer traditionellen Verbundenheit zu Bayern. Kein Wunder, Franz Josef Strauß war Ihr Vater. Und Sie waren viele Jahre First Lady von Bayern. Wie kam das? Ja, meine Mutter war im Jahr 1984 schon sehr früh verstorben, im Alter von 54, an einem plötzlichen Herztod, verunfallt. Und meinem Vater ging es damals sehr, sehr schlecht. Und aus der Situation heraus habe ich ihn einfach begleitet. Mein Leben hat sich da von einem Tag auf den anderen, auch die Lebensplanung von einem Tag auf den anderen geändert. Und das bedeutete eigentlich, nachdem mein Vater ein Jahr lang wirklich sehr schlecht, psychisch auch sehr schlecht beieinander war, habe ich ihn einfach jede Sekunde begleitet. Wir haben ihn zu dritt, eigentlich begleiten meine zwei Brüder auch, aber als Tischdamen haben sich meine zwei Brüder doch etwas schwer getan. Aus dem Grund war ich dann bei den ganzen vielen großen Anlässen mit dabei und auch auf vielen Reisen mit dabei. Dann kam natürlich noch eine zweite Rolle hinzu. Mir hat das Lebenswerk meiner Mutter, sie hat sehr, sehr viel sozial gearbeitet. Das lag mir sehr am Herzen. Ich habe das miterlebt, was sie alles gemacht hatte. Und dann habe ich versucht, sozusagen mit meinem Alter, mit 22, eigentlich soziale Arbeit zu leisten in einem Sektor, der zu meinem Alter passt. Und da habe ich dann vor allem die Multiple Sklerose Erkrankten oder schwerstbehinderte junge Menschen. Das waren so Themen, die mir dann besonders am Herzen lagen. Aber das war eine Zeit, in der ich einfach vom jungen Mädchendasein, gut, ich habe im Haushalt Strauß immer viel miterlebt, aber vom jungen Mädchendasein dann ganz plötzlich in die harte Realität an der Seite des Franz Josef Strauß befördert worden bin. Also die jüngste First Lady, die Bayern je hatte. Marianne Strauß Stiftung hat jetzt auch 30-jähriges Jubiläum als eine der großen karitativen sozialen Stiftungen, die sehr viel bewegt. Jetzt sind Sie aber hier zu Gast in Ihrer Funktion als Europaabgeordnete. Wie war Ihr Wahlergebnis? Also das Oberfränkische war gut. Wir haben uns auch sehr darüber gefreut, dass wir in der Relation innerhalb der CSU sehr gut abgeschnitten hatten. Aber die Relation, die CSU per se hat ja schlecht abgeschnitten. Die CSU hat besondere Probleme zu verzeichnen gehabt. Als allererstes gab es vorher dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, das die 3%-Hürde genommen hatte. Das bedeutete auf automatisiert, dass wir damit einen Sitz weniger haben würden. Das wäre auch bei der letzten Wahl schon so gewesen. Hätte uns das letzte Mal schon ziemlich hart getroffen. Dadurch sind zum Teil auch radikalste Minderheitenkräfte ins Europäische Parlament gekommen. Ich glaube nicht, dass das Deutschland gut tut, weil wir letztendlich geschwächt daraus hervorgehen, weil wir ein ziemlich vielstimmiger Chor plötzlich werden. Gut, CDU, CSU sind nach wie vor relativ stark, auch die SPD. Gauweiler als Europaskeptiker zu dominant in diesem Wahlkampf. Die CSU hat innerhalb ihrer Wählerschaft auf alle Fälle sehr viele weltoffene, aufgeschlossene, auch international orientierte, ob das Unternehmerinnen und Unternehmer sind. Bei den jungen Leuten sind wir sehr stark innerhalb der Wählerschaft, also immer die Hälfte der Wählerschaft wählt nach wie vor auch im jungen Alter CSU. Also die CSU ist keine Partei für Ältere allein, sondern wir haben durch alle Generationen hindurch haben wir sehr viele Wähler. Und ich glaube, dass dieser Teil der CSU tatsächlich ein Stück weit wenig angesprochen wurde. Aber das größte Problem war für uns die Wahlenthaltung. 1,4 Millionen CSU-Wähler aus der Bundestagswahl sind einfach nicht wählen gegangen. Wenn man Richtung EU denkt, dann kommen sehr vielen Bürgern, sehr vielen Wählern hier Gen-, Pflanzenanbau, Fragen. Deutschland tut zu wenig. In Bayern steht Tür und Tor offen dem Anbau von Genpflanzen auf den Äckern. Keiner will es, aber Deutschland und EU hat nichts dagegen getan. Können Sie das so stehen lassen? Nein, das kann man so nicht stehen lassen. Erstens, es gibt natürlich schon ein relativ strenges EU-Verfahren, nach dem auch überprüft wird, die Gesundheitszuträglichkeit und Ähnliches. Dazu hat auch dazu geführt, dass einige Sorten nicht zugelassen worden sind, entgegen den Wünschen von Unternehmen. Aber in den 90er Jahren sind Richtlinien damals noch beschlossen worden, die deutlich, sagen wir, pro Gentechnik waren, beziehungsweise erst im letzten Jahr enthalten bei dieser entscheidenden Abstimmung.
Ja, Deutschland hat sich enthalten, weil es innerhalb der Großen Koalition keine einheitliche Meinung gibt. Die Bundeskanzlerin ist Wissenschaftlerin und steht grundsätzlich der Gentechnik aufgeschlossen gegenüber. Es gibt innerhalb der jeweiligen Parteien unterschiedliche Auffassungen zum Thema Gentech. In der Bevölkerung ist es eine relativ, sagen wir mal, sehr breite Meinung von 80-90%, die gegen die Gentechnik sind. Ich persönlich halte gentechnischen Anbau bei uns nicht oder gentechnisch veränderte Pflanzen bei uns nicht für notwendig, weil wir landwirtschaftlich kein Notstandsgebiet sind. Also wir sind zum Beispiel nicht in einer Salzwüste, in der man besonders salzresistente Pflanzen zum Beispiel benötigen würde. Ich stehe auch diesen gentechnischen Möglichkeiten, Fungizidresistenz, also sprich, dass es nicht mehr befallen kann, werden kann von Pilzen oder verschiedene Arten von Resistenzen aufzubauen, sehr kritisch gegenüber, da ich persönlich keine Langzeitstudie kenne, wie sich das zum Beispiel auf den Körper von Menschen auswirkt. Und vielleicht muss man sich auch zum Teil wieder fragen, man muss vielleicht auch das produzieren, was die Menschen gut vertragen. Das ist das Wesentliche. Bei Gentechnik, wir haben im Europäischen Parlament klar mit 80% Mehrheit beschlossen, dass die Region entscheidet. Das heißt, nach dem Subsidiaritätsprinzip soll Bayern, soll Deutschland selbst entscheiden können, ob sie einen gentechnischen Anbau zulassen wollen oder nicht. Und im Besonderen diesen Passus zu ändern, der nach den alten Richtlinien gilt, nämlich denjenigen, dass man sich eine Firma einklagen kann, wenn ein Land nicht zulässt. Beispiel die Firma Monsanto gegen Deutschland oder BASF gegen Deutschland klagen kann oder gegen Frankreich klagen kann. Und das Absurde ist eigentlich, dass wir 20 Länder haben, die nicht einverstanden sind mit gentechnisch veränderten Pflanzen, die es auch nicht wünschen und trotzdem die alten Richtlinien aufgrund einer alten Rechtsregelung der EU noch Bestand haben. Ich bin mir aber sicher, da wird sich was ändern, denn 20 Länder lassen sich das so nicht bieten. Und ich bin keine Verteuflerin von Gentechnik. Wir haben inzwischen in der Medizin doch viele Erfolge auch damit. Aber vielleicht, wenn es nur darum geht, Fungizidresistenz oder Herbizidresistenz herzustellen, ich muss ganz offen sagen, es gab Forschungen an der Technischen Universität in München, die gingen wirklich in die Richtung, wo es nur um eine Pflanzenmischung ging und dadurch die Pflanze an sich gesunder und resistenter geworden wäre. Das hat nichts mit den Entwicklungen zum Beispiel der Firma Monsanto oder BASF zu tun. Ich will niemanden verteufeln, aber es kann nicht allein um den Kommerz und den Verkauf von Herbiziden oder Insektiziden gehen. Es muss eigentlich um die Gesundheit und die Ernährung der Bevölkerung gehen. Das war Monika Hohlmeier als Gast in unserem landespolitischen Gespräch. Wir kommen zu unserem heutigen landespolitischen Gespräch, Teil 2 unseres Gesprächs mit Frau Monika Hohlmeier. Ich grüße Sie. Grüße Gott, Herr Brückner. Ein Reizthema in Verbindung mit Europa ist das Freihandelsabkommen. Geheimdiplomatie, keiner weiß was. Der Bürger fühlt sich schon gar nicht mitgenommen. Was schwant denn da? Also noch unklüger, hätte ich beinahe gesagt, kann man es eigentlich nicht handhaben. Die früheren Zeiten, in denen man Abkommen im stillen Kämmerlein ausgehandelt hat und dann präsentiert hat, was man miteinander verhandelt hat, lassen sich in der modernen Zeit so nicht mehr halten. Die Menschen wollen schon in diese Verhandlungsphase eingebunden werden. Ansonsten besteht auch die Möglichkeit, dass jeder irgendwelche Dinge erfindet, die gar nicht verhandelt werden. Also grundsätzlich stehe ich einem Freihandelsabkommen mit den USA positiv gegenüber. Die Zollschranken machen einiges schneller und billiger vor allen Dingen. Ja, warum soll der Allgäuer Emmentaler mit dem Strafzoll in Amerika belegt werden? Ist eigentlich nicht einzusehen. Umgekehrt will ich mir damit nicht Hormonfleisch oder auch Chlorhühnchen aus Amerika einhandeln. Ja. Ich hielt es für positiv, wenn man die Verhandlungsstadien, wenn man sich zu bestimmten, sagen wir, Themen miteinander diskutiert hat, dass man dann auch öffentlich laut sagt, was man diskutiert hat. Die Amerikaner mögen das nicht so gerne. Und es gibt einen besonders kritischen Punkt, aber das Parlament hat mit großer Mehrheit ein paar Punkte beschlossen, die Kommission gar nicht verhandeln darf. Da hat die Kommission sozusagen Verhandlungsverbot. Dazu gehören zum Beispiel der Kulturbereich, wo wir uns klar dafür entschieden haben, Bildungsbereiche oder zum Beispiel der Aufkauf von heimischen Medien und Ähnlichem soll nicht in das Freihandelsabkommen mit hineinkommen. Oder beispielsweise Verbraucherschutzstandards dürfen nicht mit in ein
Abkommen hineinkommen, dann Datenschutzstandards, die werden nicht in einem Freihandelsabkommen ausgehandelt, sondern in einer Datenschutzverordnung. Und diese Datenschutzverordnung soll zum Beispiel vorsehen, dass Google in Zukunft nicht mehr das Recht hat, einfach zu sagen, wenn alles auf Google.com, also wenn die Endung .com ist, dann gelten keine Datenschutzregeln. Und wenn die, wenn zum Beispiel DE als Endung, also Deutschland oder EU, dann würden die entsprechenden Datenschutzregeln gelten. Ich bin der Auffassung, dass dort, wo der Kunde ist, dieser Datenschutz gilt, sprich überall dort, wo Europa ist, gilt europäischer Standard. Und wir müssen diesen Standard möglichst rasch festlegen, denn einige haben hier im Datenschutzbereich ein Gebaren, das nicht mehr akzeptabel und vertretbar ist. Sie waren ja in aller Welt zugange als Begleiterin von Ihrem Vater in China, in den USA. Wie reut Sie das jetzt, dass USA so massiv Datenschutzbestimmungen verletzt hier in Bayern? Zunächst einmal, die Amerikaner hatten immer ein Auftreten, das relativ handfest gewesen ist, orientiert an ihren Interessen. Die Amerikaner sind, glaube ich, nach wie vor gute Partner und zuverlässige Partner, wenn es um geostrategische Fragen geht, wenn es um Fragen von Frieden und Verteidigung geht, wenn es auch um die Fragen geht, dass wir gemeinsame Werte vertreten, wie das Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vom Grundsatz her Menschenrechte sehr, sehr hohe Güter sind. Da verbindet uns mit den Amerikanern auch eine gemeinsame Historie der Sicherheit. Und man darf den Amerikanern, gerade als Deutsche, nie vergessen, was sie auch für unsere Sicherheit und unsere Stabilität in schwierigen Zeiten getan haben. Jetzt in Zeiten der Ukraine plötzlich bemerkt man wieder, wie dringend es ist und wie notwendig es ist, auch mit den Amerikanern an einer Seite zu stehen. Aber mit ihnen an einer Seite zu stehen, heißt nicht, dass wir uns einfach ihre Meinung aneignen bzw. ihre Meinung übernehmen müssen. Das sind schon differenzierte Töne auch mal notwendig und wichtig. Und zu diesen differenzierten Tönen gehört zum Beispiel, dass man untereinander sich, wenn man zum Beispiel wirtschaftlich handelt, auch fair miteinander umgeht, wenn es um Datenschutz geht, dass man das Datenschutzrecht eines anderen respektiert. Wir haben als Europäisches Parlament damals zum Beispiel, und da saß ich mit in dem Ausschuss, der mit federführend die ganzen Fragen behandelt hat, als es um die Bankdaten ging. Bankdaten, Überweisungsdaten von allen unseren Unternehmen, von Ihnen, von mir, von jeder Person, die in irgendeiner Weise Überweisungen tätigt, das läuft über große Server, über eine große Firma. Und die hat ja einen Zweitserver in den Vereinigten Staaten stehen. Und dieser Zweitserver bedeutete ein großes Problem, weil die Amerikaner sich darin einen automatischen Einblick gegeben haben. Das Europäische Parlament hat das SWIFT-Abkommen erst durchgelassen, als die Amerikaner zugestanden haben, dass sie nur nach europäischer Kontrolle entsprechend zu Zwecken der Bekämpfung von Schwerstkriminalität und Terrorismus, sprich, wie finanzieren sich Terroristen? Klar, das ist ein legitimes und notwendiges Mittel, das nachzuschauen. Es ist aber nicht legitim nachzuschauen, wo investiert zum Beispiel Siemens oder wo investiert BASF oder Alstom. Das ist nicht legitim. Wirtschaftsspionage, das ist nicht legitim. Aber es war eine harte Auseinandersetzung. Wie hätte das Ihr Vater kommentiert in einem Satz, diesen Abhörskandal hier auf bayerischem Boden? Also knapp und bündig. Ich habe eine Rede von meinem Vater in Erinnerung, als er den amerikanischen Generälen auch historische Fehler vorgehalten hat. Ich habe auch gut in Erinnerung, dass mein Vater zwar sich fest zu Amerika bekannt hat, wirklich ein Freund der Amerikaner war, immer gesagt hat, Monika, Amerikaner sind auch Protektionisten. Das heißt, auf wirtschaftlichem Feld beispielsweise, als wir den Airbus durchsetzen mussten auf dem Weltmarkt gegen Boeing, hat sich die amerikanische Politik massiv gegen Airbus eingemischt. Die Europäer haben in diesem Fall zusammengehalten. Ich würde vorschlagen, dass bei bestimmten Fragen die Europäer wirklich zusammenhalten sollten. Dann haben die Amerikaner davor auch Respekt. Wir sollten uns nicht auseinanderdividieren lassen, sondern konsequent hier einen Kurs verfolgen. Eine Europäerin aus Altbayern mit Sitz in Franken in Bad Staffelstein. Wie lebt es sich da? Wunderbar. Bad Staffelstein, das müssen Sie jetzt sagen. Nein, ich muss das nicht sagen. Also ich kann es nur jedem empfehlen, Bad Staffelstein sich einmal anzusehen. Es ist also wirklich wunderbar. Es nennt sich auch noch Gottes Garten. Das ist wirklich Gottes Garten. Das ist eine wunderschöne Region am Main. In Oberfranken lassen sich
wunderschöne Regionen von der Fränkischen Schweiz über das Fichtelgebirge. Es lassen sich tolle Kulturstätten finden, wie die Luisenburg-Festspiele, traumhafte Freiluftfestspiele. Okay. Also ich muss wirklich sagen, ich lebe sehr gerne und die Menschen sind sowas von aufrecht, dass eine Oberbayerin sich in Oberfranken bestens zu Hause und daheim fühlen kann. Monika Hohlmeier, ich bedanke mich, dass Sie hergefahren sind. Bisschen mit Hindernissen, aber immerhin gut angekommen. Bedanke mich sehr hier zu Gast bei unserem landespolitischen Gespräch. Ein Satz vielleicht noch in Ihrer ehemaligen Funktion als Kultusministerin zum G8, G9. Darf man ein bisschen mehr Zeit haben im Gymnasium? Ich glaube, dass dieser Trend, dass alles möglichst schnell gehen muss, mittlerweile wieder ad acta gelegt ist. Viele Unternehmen wissen mit 23-jährigen Masterabsolventen gar nichts anzufangen, weil die noch zu jung sind für die Funktionen, die sie dann eigentlich einnehmen sollen. Wir haben nicht diese angelsächsischen Traditionen. Wir haben vor allem eine berufliche Bildung. Wir brauchen den Bachelor allein in dieser Form gar nicht. Ich glaube, dass dieses System für uns relativ problematisch von Haus aus war. Und im Schulwesen kann ich nur sagen, als ehemalige Kultusministerin, die eigentlich schwerpunktmäßig an dem Thema Unterrichtsqualität, an den Fragen Atmosphäre in der Schule und Ähnliches gearbeitet hat, weiß ich sehr genau, große Veränderungen innerhalb eines Schulwesens brauchen Zeit. Das sind viele, viele Menschen beteiligt, es sind viele Gewohnheiten, lang gewohnte Kulturen, eingespielte Art und Weisen, wie man miteinander umgeht, auch bestimmte Prinzipien zwischen den Schularten und unter den Schularten, auch Eltern, die eine gewisse Stabilität wollen, Lehrer, die über Jahrzehnte hinweg einen Schultyp gewöhnt waren. Das klingt aber jetzt sehr nach Ludwig Spänle. Brauchen Zeit. Sie brauchen Zeit, aber ich glaube auch, dass man unseren Schülerinnen und Schülern Zeit genug geben muss. Da gibt es die einen, die können das ganz schnell und die brauchen es sogar schnell. Für die ist es sogar besser, wenn es schneller geht, weil das ihrem Typ entspricht. Es gibt aber andere, die brauchen auch einfach länger. Darum war ich immer ein großer Anhänger, dass man viele Wege gehen kann. Es gibt nicht nur das Gymnasium, es gibt viele Wege. Eine alte Kultusministerin sollte nie einem neuen Kultusminister dreinreden. Das wäre einfach Unfug. Aber das, mein Plädoyer war immer, die Vielfalt der jungen Menschen akzeptieren, so wie sie sind, und sie viele Wege gehen lassen. Das ist das Beste, was man jungen Menschen tun kann. Es muss immer einen Anschluss geben, es muss immer eine Möglichkeit geben. Es darf keiner abgestempelt werden. Es muss immer einen Weg nach oben geben. Perspektiven geben ist das Wichtigste für junge Leute. Das war Monika Hohlmeier als Gast in unserem landespolitischen Gespräch. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.